Hallo meine liebe Female Leader. Diese Folge wird vielleicht dein Leben und deine Ansicht zur gläsernen Decke ändern. Ich möchte nämlich heute gar nicht so sehr über viele Kennzahlen sprechen, wie schrecklich es denn eigentlich um unsere Vorstandsetagen steht oder unsere Aufsichtsräte etc. und wo nicht alles die Frauenquote hinten dran bleibt. Ich möchte sprechen über die gläserne Decke, was sie für dich eigentlich bedeutet, wenn du sie überwindest, ja, was hinter der gläsernen Decke ist und wie du auch persönlich zu einem Glass Window kommst, statt einer Glass Ceiling. Und dieses Wortspiel finde ich sehr, sehr interessant. Das hat mir unlängst eine Unternehmensvertreterin erzählt, die in dem Bereich ein Programm aufgebaut haben, wo sie sagen, bei uns gibt es kein Glass Ceiling, es gibt nur ein Glass Window, wo man durchschauen kann, wo man durchgehen kann, was einfach da ist, wo man durchschlüpfen kann, ja. Und ich freue mich, wenn du nach dieser Folge sagst, ja, ich möchte da durchgehen, ich möchte da durchschlüpfen. Und da steigen wir jetzt direkt ein. Also wie versprochen, keine fetten Kennzahlen und wie schrecklich alles ist, auch wenn es natürlich schrecklich ist, also das verneine ich nicht, ja, aber ich kann dir vielleicht mal kurz erzählen, wie ich eigentlich auf dieses Thema heute gekommen bin. Thema stand eigentlich schon länger fest, aber ich habe so im Vorhinein überlegt, soll ich jetzt noch einen Podcast aufnehmen oder nicht? Es ist relativ spät bei mir heute schon und ich habe einen intensiven Tag hinter mir und ich habe mir gedacht, naja, jetzt muss ich mir was zur gläsernen Decke überlegen, weil ich habe mir das Thema schon vorher überlegt und dann muss ich urviele Zahlen zusammensuchen, um zu zeigen, wie schlimm es tatsächlich ist, etc. etc. Aber ich gehe davon aus, dass wenn du meinen Podcast hörst, Female Leader Stories, du sowieso in der Situation bist, dass du weißt, dass es eine gläserne Decke gibt sozusagen oder dass es, wie es auch immer steht, um unsere österreichischen, deutschen und Schweizer Unternehmen und auch im internationalen Vergleich. Eine Zahl möchte ich nur trotzdem nennen. Wir sind Platz 26 in Österreich von 27 EU-Ländern in einer kürzlich publizierten Studie zum Thema Gender Diversity. Also echt nicht toll unterwegs. Aber warum nehme ich jetzt trotzdem, obwohl es schon sehr spät ist bei mir, diese Folge für dich auf, damit du sie hören kannst, weil ich dann weitergedacht habe, weil ich mir gedacht habe, was ist mir denn so wichtig daran, dass ich über die gläserne Decke spreche? Mir ist es überhaupt nicht wichtig, dass ich darüber spreche, wie schrecklich irgendetwas ist. Mir ist wichtig daran, dass du ins Überlegen kommst, dass du weiterkommst und reflektierst, wie schaut das in meinem Unternehmen aus, wie schaut das in meiner Branche aus und wie möchte ich damit umgehen und wie kann ich weitergehen in meiner Karriere mit diesem Thema, mit diesem Damoklesschwert, was vielleicht über dir sozusagen schwebt oder in deinen Gedanken da ist. Und deswegen war ich dann doch sehr motiviert, diese Folge aufzunehmen und deswegen sprechen wir heute uns hier gemeinsam. Als allererstes möchte ich dir sagen, dass hinter der gläsernen Decke einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten stecken. Stell dir mal vor, du könntest Vorstandsvorsitzende eines großen Unternehmens sein. Stell dir mal vor, was du alles gestalten kannst, was du alles machen kannst, wo du beruflich und persönlich über dich hinaus wachsen kannst, was das finanziell für dich bedeutet. Und ich sag's dir, es ist im Rahmen des Möglichen. Es ist nichts Unmögliches, dorthin zu kommen. Und lass dir einfach mal auf der Zunge zergehen, diese Möglichkeit, die du dadurch vielleicht in deinem Kopf aktivierst. Vielleicht gibt es jetzt auch ein kleines Teufelchen auf deiner Schulter, das sagt, nein, das ist vielleicht für andere möglich, aber es ist hart genug und für mich wird es nie möglich sein. Es kann auch für dich möglich sein. Und umarme mal diese Möglichkeit, dass du über die gläserne Decke hinausgehen kannst und sollst und darfst. Und ich möchte die ganze Folge unter drei Fragen stellen, nämlich kannst du über die gläserne Decke hinausgehen, willst du über die gläserne Decke hinausgehen und tust du es auch? Und wie gesagt, dort lauern und verstecken sich einfach wirklich ungeahnte
Möglichkeiten für dich dahinter. Das heißt, es wäre eine Schande, wenn wir uns diese Möglichkeit in deiner Karriere nicht anschauen würden, dass du darüber gehen kannst. Denn es haben ja auch schon einige gemacht, ja. Also ich sage nicht, dass dieser Weg leicht war, aber wir bauen da eigentlich auf ein feministisches Vermächtnis auch auf. Natürlich haben wir, weiß Gott, wie viele Jahrtausende Jahre jetzt Patriarchat hinter uns, mindestens 2000, wo eigentlich Frauen unterdrückt wurden und nicht so viel zu sagen hatten in der Gesellschaft wie Männer. Jetzt wollen wir das in kürzester Zeit natürlich aufholen und umdrehen zu einer gleichberechtigten Gesellschaft eigentlich werden. Und in ganz vielen Lebensbereichen haben wir da schon sehr viel Gleichberechtigung geschaffen. Im Wirtschaftsleben haben wir zwar auf Papier alle Möglichkeiten, aber in der Realität werden sie doch durch ganz subtile Formen der Diskriminierung beschränkt, indem zum Beispiel die Kompetenz nicht so hoch angesehen wird oder man in Meetings einfach nicht so häufig zu Wort gefragt wird sozusagen und, und. Also hier gibt es viele Einschränkungen noch und dennoch dieser Grundstein an Möglichkeit ist da und gelegt. Es steht nirgendwo, dass du nicht Vorstandsvorsitzende sein kannst. Weder hat es noch nie eine Frau geschafft, sondern das gibt's, ja, und das ist im Bereich des Möglichen. Und das haben wir Gott sei Dank auch unseren feministischen Vorreiterinnen zu verdanken und dementsprechend einfach nur ein kurzes Danke. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir zwei uns heute schon über dieses Thema unterhalten können, dass wir schon viel weiter sind in unserer Gesellschaft und dafür bin ich einfach dankbar. Gesellschaft ist auch schon ein guter Punkt, denn die gläserne Decke zu durchbrechen ist tatsächlich nicht nur dein eigener Kaffee. Du kannst jetzt sagen, ja, vielleicht will ich die gläserne Decke nicht durchbrechen oder ich kann es einfach nicht. Ich sage dir, es ist so wichtig für uns gesellschaftspolitisch, dass jede Frau sagt, ja, ich versuche mein Möglichstes, es zu tun, denn nur dadurch schaffen wir auch Progress in diesem System. Nur dadurch können wir wirklich weitergehen, einerseits unser Bruttoinlandsprodukt massiv steigern, wenn wir mehr Frauen hätten, die auch hier beruflich sehr erfolgreich sind, und nur von dort, von dieser Position aus, können wir tatsächlich die Kultur in Unternehmen und in unserem Unternehmenssystem dahingehend ändern, dass es nicht mehr die gläserne Decke gibt, dass es nicht mehr so schwer ist. Das heißt, auch wenn du sagst, ja, diese finanziellen, persönlichen, beruflichen Wachstumsmöglichkeiten, ja, das ist schön und gut, aber ich bin fokussiert auf einen anderen Lebensbereich in meinem Leben, sei es auf deine Familie, deine Hobbys oder ähnliches, dann kannst du dich vielleicht für den Gedanken begeistern, dass es auch für andere Menschen extrem wichtig ist und es grenzt schon fast an Zivilcourage, dein Allerbestes zu geben, um dort weiterzukommen, um dieses System aufzubrechen und es für alle angenehmer und einfacher zu machen. Denn jede Studie beweist und auch eine ganz erst kürzlich veröffentlichte Report von Lean In und McKinsey, erst vor 2 Wochen publiziert worden, sagt, jede Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin sind glücklicher am Arbeitsplatz, wenn in Diversity, Equity und Inclusion Maßnahmen investiert wird. Wenn drauf geschaut wird auf das Wellbeing jedes Einzelnen, dann sind alle glücklicher, weniger Burnout gefährdet und bleiben auch länger im Unternehmen. Es ist das, was wir hier tun, um zum Beispiel Frauen zu fördern, um dich zu fördern, um weiterzukommen, das ist für alle gut. Wenn mehr Frauen an der Spitze sind und wir eine, wie soll man sagen, psychologically and emotionally safe working environment haben, wo es sicher ist, du selber zu sein, dann sind alle glücklicher. Und deswegen möchte ich dich auch aufrufen, die gläserne Decke nicht nur für dich selber zu durchbrechen, sondern für jeder Mann und jeder Frau. Und das tut auch Männern und Frauen genauso gleich viel gut, wenn mehr Diversität auf der Unternehmensspitze herrscht. Und dementsprechend frag dich nochmal, kannst du die gläserne Decke durchbrechen? Willst du die gläserne Decke durchbrechen? Und tust du auch aktiv etwas dafür, die gläserne Decke zu durchbrechen?
Was ist dein Way to the top? Ja, in der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, dass du, wenn du etwa wo Neues anfängst oder auch in deinem bestehenden Unternehmen, einen Blick nach oben richtest und schaust, wer oder was ist dort an der Spitze und wie sind die Menschen erfolgreich geworden? Wie haben sie es dorthin geschafft? Was ist dieser Weg? Und hast du dir diese Frage schon gestellt? Hast du sie auch schon beantwortet? Dann hast du schon etwas getan, um diese gläserne Decke auch zu durchbrechen. Nämlich du weißt, wie du dort hinkommst. Jetzt mal rein theoretisch, dass du die Schritte dorthin machen musst, ist auch selbstverständlich. Aber was wir uns da anschauen können, ist wirklich auch, wenn du diesen Way to the Top dir anschaust, ja, und du siehst, dort sind nur Männer im Vorstand oder in der Geschäftsführung und du arbeitest in einem sehr männlich dominierten Feld, dann kannst du dich fragen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es als erste Frau dorthin schaffst oder dass es vorher eine andere Frau dorthin schafft? Wie schätzt du diesen Umgang auch mit Frauen dort ein, wenn du sagst, okay, ist es ein freundliches oder eine feindliche Umgebung? Und wenn du das für dich analysiert hast und du feststellst, hier gibt es tatsächlich eine wahnsinnige gläserne Decke, die sich nicht so schnell zum Glass Window sozusagen umwandeln lässt, dann ist es auch vollkommen okay, das Unternehmen zu wechseln oder ein Feld zu tauschen, Abteilung zu tauschen, was auch immer es braucht, um deinen Way to the Top wieder ganz klar zu sehen und für dich möglich zu sehen, wo du weißt, ja, hier ist es möglich, an die Spitze zu kommen. Und guter Ratgeber sind dann natürlich Role Models, also sobald du siehst, jemand wie ich sozusagen hatte schon an die Spitze geschafft, dann weißt du, dass es im Rahmen der Möglichkeiten ist. Warum erzähle ich dir das alles eigentlich so genau? Weil ich finde, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir alle miteinander die gläserne Decke durchbrechen. Dieses unsichtbare Ding, was uns davon abhält, in der Hierarchie oder auch im Projekt oder im Markt weiterzukommen. Und dieses unsichtbare Ding ist nichts Ausgesprochenes. Das läuft sehr subtil ab. Das ist vielleicht in deinem Unternehmen, wo du merkst, in einer Besprechung, du wirst immer weniger um Rat gefragt oder andere Kollegen bekommen viel mehr Redezeit als du. Oder es wird einfach angenommen, du möchtest jetzt zukünftig bald in Karenz gehen, weil du bist in diesem Alter sozusagen und dadurch wirst du schon gar nicht für die Möglichkeiten in Betracht gezogen. Wie aktiv wirkst du denn dem entgegen? Der erste Schritt ist natürlich, beobachte, ja, was da passiert. Und der zweite Schritt ist natürlich, wirke entgegen, werde proaktiv. Das Ding ist mit dem Feminismus, es hat uns in der Vergangenheit auch nie jemand was geschenkt. Und wir Frauen sind nur allzu gut geworden darin, uns die Dinge auch zu erkämpfen. Erkämpfen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich möchte, dass du proaktiv wirst in der Hinsicht und dich fragst, ist das, was ich tue, zuträglich, dass ich dorthin komme, wo ich hin möchte? Melde ich mich freiwillig? Spreche ich über meine Kompetenzen positiv? Baue ich mir ein Netzwerk auf? Und, und. Tue ich alles, um diese gläserne Decke zu durchbrechen und proaktiv zu zeigen, ich bin da, ich bin bereit und ich möchte diese Chance. Zeigst du das in deinem Leben, dass du diese Chance möchtest? Ich möchte jetzt gar nicht davon anfangen, ob das fair oder richtig ist, dass du das so proaktiv machen möchtest, weil, wie gesagt, das hängt sehr mit unserem Wirtschaftssystem zusammen. In einer Umfrage, die ich 2019 durchgeführt habe, haben mehr als 50% der Frauen gesagt, ich brauche mehr Selbstbewusstsein oder Durchsetzungsfähigkeit, um weiterzukommen in meiner Karriere. Mehr als 50%. Das heißt, jede zweite Frau hat das Gefühl, ich brauche mehr Selbstbewusstsein, um mich hier behaupten zu können. Was sagt denn das über unser Unternehmens- und Wirtschaftssystem aus? Dass es laut sein braucht, dass es sich in den Vordergrund drängeln braucht, um weiterzukommen. Also Selbstbewusstsein heißt natürlich nicht nur das, aber sehr stark wird
werden Karriereentscheidungen auch über Visibility entschieden. Wer fällt mir als erstes ein? Wer kommt mir als Leader sozusagen in den Sinn? Und da ist ja genau dieser Need, den ich abdecke, auch als Coach, wo ich sage, ich möchte Frauen einfach helfen, wirklich hier ihr Licht zu zeigen, hier ihre Stärken zu zeigen, hier aktiv dran zu arbeiten, wahrgenommen zu werden, geschätzt zu werden und diese Chancen für sich selber zu erhalten. Ja, es ist teilweise unfair, dass wir Frauen da mehr an uns arbeiten müssen, um in dieses aktuelle Wirtschaftssystem zu passen. Aber all along arbeiten wir auch dran, es zu ändern, das definitiv. Und auch ganz viele Männer haben keine Lust, immer sich in den Vordergrund zu stellen oder immer über selbstbewusst zu sein mit dem, was sie tun, ja, und diesen Overconfidence Bias und diesen Underconfidence Bias, den gibt es ja statistisch. Also, dass Männer sagen, ich kann mehr, als ich eigentlich kann, und Frauen sagen, ich kann weniger, als ich eigentlich kann, und sich dadurch eine sehr große Kluft ergibt. Aber was wichtig ist, ist, du bist mein Purpose, ja, dass du deine gläserne Decke durchbrichst. Das ist meine Aufgabe in meiner Arbeit. Das ist das, was mich antreibt. Das ist das, was mich angetrieben hat, diesen Podcast jetzt doch noch aufzunehmen, obwohl ich schon so viele Stunden heute gearbeitet habe. Weil ich mir denke, es ist so wichtig, dich dazu zu motivieren und ultimativ auch meine Welt ein Stückchen besser gemacht wird dadurch. Dass du weiterkommst, dass du Entscheidungen triffst in einem Unternehmen oder mit deinem eigenen Unternehmen. Davon bin ich fix überzeugt, dass das unsere Welt besser macht. Wir brauchen diese weibliche Energie in unserer Wirtschaftswelt und deswegen begleite ich dich und deswegen möchte ich, dass du dein Potenzial entfaltest, weil ich weiß, dass wir diese Stärken, diese Fähigkeiten von dir brauchen. Das heißt nochmal, um es nochmal zu betonen, es geht nicht nur um dich, wenn du denkst, ich schmettere jetzt die gläserne Decke und oder steig durch dieses Glass Window. Es geht nicht nur um dich selber. Es geht um die Gesamtheit der Frauen und es geht um auch zukünftige weibliche Generationen, aber auch zukünftige männliche Generationen, die nicht in diesem aktuellen Wirtschaftssystem leben möchten, sondern sich einfach freier fühlen möchten, anerkannter, akzeptierter fühlen möchten im Arbeitskontext am Arbeitsplatz. Das heißt, hier trifft sich einfach wirklich der Purpose, den ich für mich in meinem Leben ausgesucht habe, mit dem, was ich tue als Coach in meiner Arbeit, nämlich einfach wirklich dieses Selbstbewusstsein aufzubauen, Ja sagen zu können zum Leadership, zu dieser Verantwortung. Und alles in dieser Journey beginnt tatsächlich mit dem ersten Schritt. Was ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist immer die erste Leadership-Position. Es ist der Einstieg in eine andere Welt. Denn auf der Uni werden wir meistens ausgebildet zu Fachexperten oder auch in der Schule werden wir ausgebildet zu Fachexperten in einem gewissen Bereich. Aber wir werden nicht ausgebildet als Leader. Wir erfahren schon etwas über Mitarbeiterführung, aber Mitarbeiterführung ist so ein komplexes Feld, eine Querschnittsmaterie zwischen Kommunikation und Psychologie und Dynamiken und Organisationsentwicklung und Strategiearbeit und, und. Das ist eine wahnsinnige Querschnittsmaterie und das wird einem nicht beigebracht in der Schule, wie man das tun kann. Das heißt, alles beginnt und steht und fällt tatsächlich mit der ersten Führungsposition. Und wie du die meisterst und wie du dann danach in deiner Karriereplanung auch weitergehst. Und genau für diese erste Leadership Position, da möchte ich dich einladen, die aktiv anzugehen. Und was meine ich, wenn ich sage aktiv anzugehen? Wirklich es zu rocken und mit voller 100%iger Motivation dort reinzugehen und mit einem 100%igen Vertrauen in dich selber. Und genau das möchte ich mit dir erreichen. Ich mache im November eine kostenlose 5-Tages-Leadership-Challenge, wo ich dich so gern dabei hätte, richtig gerne, weil ich
jetzt schon fühle und weiß, welche tollen Frauen da alles dabei sein werden und was wir dort bewegen werden in 5 Tagen in deiner Karriere. Wie kannst du dir die Leadership Challenge vorstellen? Aktuell weißt du vielleicht noch gar nicht, ob du Leaderin sein möchtest, weil du entweder noch nicht an dem Punkt bist, dass du dich gedanklich damit beschäftigt hast oder weil du es für dich abgeschrieben hast, weil es zu herausfordernd ist, nicht in dein Leben passt, weil du mit diesem politischen Spiel in der Führung nichts zu tun haben möchtest oder ja, weil du vielleicht auch sagst, ja, ich weiß nicht, ich traue es mir vielleicht gar nicht zu, dieses Leadership-Thema. Das kann auch sein, dass du sagst, das klingt irgendwie sehr herausfordernd. Jetzt habe ich auch noch gesagt, okay, das ist so eine wahnsinnige Querschnittsmaterie. Wie soll ich das dann können? Und genau das möchte ich mit dir in dieser Challenge angehen. 5 Tage widmen wir uns diesen Fragen und dadurch erhältst du wirklich dieses hundertprozentige Vertrauen und diese Sicherheit und diese Motivation, es anzugehen, es anzunehmen, zu sagen, ja, vielleicht möchte ich Leaderin sein und ich werde jetzt die Schritte dorthin gehen und gehe das an und zeige der Welt, was ich drauf habe und dass ich es verdiene, weiterzukommen. Und gleichzeitig kannst du durch diese 5-Tages-Challenge auch eine ganz qualifizierte und objektive Entscheidung für dich treffen. Dadurch, dass du eine Kostprobe von dem Ganzen bekommst, kannst du auch sagen, ja, es ist vielleicht doch nichts für mich. Das ist auch fair enough und es ist deine persönliche Entscheidung. Ich freue mich allerdings, wenn du es mal zulässt und es dir anschaust und sagst, ich öffne mich mal für diese Möglichkeit, weil wer weiß, was dadurch entsteht. Und da kann ich dir von einigen meiner Klientinnen versprechen, die das durchgemacht haben, diese Transformation von, nein, Leaderin, da brauche ich noch 4-5 Jahre Berufserfahrung. Und dann sitzen sie einige Monate später da und sagen, ich bin sowas von ready und ich bin schon die Leaderin meines Lebens und jetzt zeige ich es auch der Außenwelt. Genau, und diese Leadership Challenge, wo wir diese Journey einfach einen Kick-Off verpassen, der sich sehen lassen kann, die wird im November stattfinden. Und wenn du da gerne dabei sein möchtest, dann schreib mir einfach mal Challenge auf LinkedIn oder Instagram. Und ich freue mich, dass auch, obwohl ich es erst ganz klein angeteasert habe in meiner ersten Folge vor 2 Wochen, haben sich schon urviele Leute bei mir gemeldet, super tolle Frauen. Und das freut mich total, dass ihr schon bereit seid. Und ich hoffe nach dieser Folge, dass noch mehr Frauen bereit sind, diese Journey mal auszuprobieren, anzustarten und zu sagen, ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und dabei eine gute Zeit haben mit der Community und mit anderen Frauen. Und wenn ich Community sage, dann wirklich geht es auch ums Vernetzen. Wir werden tolle Calls miteinander haben, Aufgaben-Challenges, Q&As, einen Workshop wird es geben. Also in diesen 5 Tagen, da wird schon einiges passieren. Und ich schwöre es dir, dieser Inhalt, diese 5-Tages-Challenge, die könnte ich auch locker anbieten und verkaufen. Aber ich möchte, dass du teilnimmst und dass du Spaß dran hast und dass ja, dieses Ziel auch erfüllt wird von ganz, ganz vielen Frauen, die es anpacken und angehen und so ultimativ auch meine Welt zu einem besseren Ort machen. Und darauf freue ich mich einfach schon voll. Also schreib mir Challenge auf LinkedIn unter Katja Radlgruber oder bei Instagram unter Coach Katja. Schreib mir einfach eine Direct Message mit Challenge und dann weiß ich, du bist dabei. Wenn du magst, dann trage ich dich direkt ein, wenn du mir die E-Mail-Adresse schickst oder ich schicke dir das Anmeldeformular für die Challenge und dann bekommst du alle Informationen. Und ich freue mich schon riesig. Und in dem Sinne wünsche ich dir einen wahnsinnig schönen Tag oder Abend oder wo auch immer du heute mir zugehört hast. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass du mit an Bord bist bei Female Leader Stories. Es bedeutet die Welt für mich und es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und mit diesem Gefühl und mit dieser Dankbarkeit möchte ich dich heute verabschieden und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald, Katja. Du möchtest selbst eine Female Leader werden? Dann ist jetzt deine Zeit gekommen. Melde dich zur 5-Tages-Leadership-Challenge an und sei dabei.